Wie sieht die Kunstausstellung der Zukunft aus? Dieser Frage widmete sich die Masterclass Virtual Design der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit dem Künstler Leon Löwentraut. Für Löwentraut fühlt sich das Malen wie Fliegen an. Um das spürbar zu machen, wurde ein Raumerlebnis entwickelt, in dem dieses Gefühl sowohl analog als auch digital vermittelt wird. So entstand Voila, eine gefühlvolle und immersive Echtzeit-Rauminstallation. Ziel war es, mit veralteten Konventionen klassischer Ausstellungen zu brechen und ein breites Publikum zu begeistern. Um das zu bewältigen, wurde der gesamte Malprozess mit Hilfe von State-of-the-Art-Technologien aufgezeichnet. Die erhobenen Daten bildeten die Basis für eine neuartige Ausstellungsform, welche die sonst im Verborgen liegenden Prozesse hinter dem Werk sichtbar macht. Um beispielsweise Pinselstriche digital zu erfassen, wurde Motion Capture Technologie eingesetzt. So wird das Bild nicht nur als statisches Werk, sondern auch in einer zeitlichen, dynamischen Dimension erfahrbar gemacht. Mittels Elektroenzephalographie zeichnete die Forscherin Dr. Martin Hoffmann vom Gero Research Lab parallel die Hirnaktivität des Künstlers während des Malens auf. Auf Grundlage der gemessenen Daten wurde eine Visualisierung seiner Hirnaktivität geschaffen. Diese gibt dem Betrachter Rückschlüsse auf die Farbwahl und den Flow-Zustand zum jeweiligen Zeitpunkt seines Schaffens. Das vollendete Werk wurde mit Hilfe von Fotogrammetrie 3D gescannt. Dadurch kann das Gemälde zum einen im virtuellen Raum abgebildet und zum anderen als 3D-Druck reproduziert werden. Diese Kopie erlaubt den Besuchern die haptische Wahrnehmung der Pinselstriche und bricht mit der Konvention, ein Bild nicht berühren zu dürfen. Ergänzt man nun diese farblose Kopie mit Berührungssensoren unter und Projektionen auf der Oberfläche, entsteht ein Interface, welches in der Ausstellung zur interaktiven Spielfläche wird und eine einzigartige Verbindung zwischen Kunstwerk und dem Betrachter schafft. Alle Berührungen auf dem Interface werden in einer Anwendung gesammelt, in Echtzeit prozessiert und durch Beamer zurück auf dieses, die Wände und den Boden des Ausstellungsraums projiziert. Diese 270-Grad-Projektion lässt die Grenzen des Realen und des Digitalen verschwinden und ermöglicht somit eine immersive, multisensorische Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk. Die gesamte Experience wird dabei von einer eigens komponierten Klangwelt begleitet. Durch narrative und interaktive Elemente erfährt das Publikum auf eine neue Art und Weise, wie sich Daten in eine eindrucksvolle Geschichte des Fliegens verwandeln. Voila wurde als Prototyp erstmals im März 2022 an der Hochschule im Virtual Experience Lab vorgestellt. Infolgedessen begeisterte das Projekt auch im Rahmen des Salzburger 5020 Festivals und wurde bis zuletzt in Madrid über 3 Monate in der Gerhard Brown Gallery ausgestellt.